Hallo, herzlich willkommen bei Urgeschmack. Mein Name ist Felix Olszewski und es geht weiter mit meiner Reihe mit 100 Tipps zum besser essen und abnehmen, wenn man möchte. Nummer 1 für heute. Nicht naschen. Lerne Hunger und Appetit zu unterscheiden. Hunger und Appetit sind zwei unterschiedliche Dinge nach dieser Betrachtung. Hunger ist das Gefühl, das dein Körper meldet, der wirklich sagt, hör mal, so langsam bräuchten wir mal wieder Saft, Energie, sonst geht es hier bald nicht mehr weiter. Appetit hingegen ist was anderes. Appetit ist das, was du hast, nachdem du ein Drei-Gänge-Menü gegessen hast und dann fragt jemand, hat noch jemand Lust auf ein Dessert? Es gibt Mousse au Chocolat. In dem Fall setzen wir voraus, dass du Mousse au Chocolat magst. Plötzlich, nachdem du gerade noch pappsatt warst und voll, hast du Appetit auf Mousse au Chocolat. Das ist der Unterschied. Appetit gibt es auch zwischendurch, also zum einen angeregt durch Dinge, die man sieht, durch Gespräche, die man führt, wo jemand schwärmt von irgendeinem leckeren Essen. Bis dahin hatte man keinen Hunger und dann plötzlich regt sich so dieses Gefühl. Und das muss man unterscheiden lernen. Hunger und Appetit sind unterschiedliche Dinge. Wenn du gerade gegessen hast und gegessen hast, bis du keinen Hunger mehr hattest, dann hast du keinen Hunger. Und wenn du eine Stunde später dieses Gefühl bekommst, dann kannst du dir sicher sein, das ist Appetit. Es genügen zwei Mahlzeiten am Tag, wenn sie groß genug sind. Dazwischen kann sich mal ein Hunger melden, wenn du extrem hart körperlich arbeitest oder hohe körperliche Aktivität hast, als Sportler zum Beispiel. In der Regel ist es aber nicht der Fall. In der Regel ist das einfach nur Appetit. Und der Appetit kann unterschiedlichste Gründe haben. Wie ich schon sagte, Bilder, Gespräche, Gedanken. Kann auch psychische Ursachen haben. Unzufriedenheit, Depressionen und so weiter. Aber das muss man unterscheiden lernen. Das ist eine sehr wertvolle Fähigkeit. Nummer 2. Abscheu ist stärker als Verlangen. Nutze das zu deinem Vorteil. Sei ein Lebensmittelsnob. Wie ist das gemeint? Wie ich sagte, Abscheu ist größer als Verlangen. Das heißt, der Ekel vom Essen von Fäkalien meinetwegen ist größer als der Wunsch nach deinem allerliebsten Essen. Und wenn du einkaufen gehst, solltest du dich nicht von deinem Verlangen leiten lassen, sondern von deiner Abscheu gegenüber bestimmten Lebensmitteln. Und es kann natürlich sein, dass du vor der Kuchenauslage stehst und sagst, finde ich nicht abscheulich, mag ich alles. Und da könntest du eben lernen, dir anzugewöhnen, einen gewissen Ekel vor diesen Dingen zu entwickeln. Indem du dir zum Beispiel vorstellst, wie unfassbar viel Zucker da drin ist, wie viel Farbstoffe da drin stecken. Oder auch einfach, wie schlecht die Teile schmecken, die da so toll aussehen. Weil, sagen wir mal ehrlich, in den meisten Bäckereien schmeckt das Zeug einfach nicht mehr. Entschuldigung, liebe Bäcker, aber ihr wisst genau ums Handwerk bei euch und bei den Metzgern und bei allen anderen. Und auch bei den Fliesenlegern und den Maurern ist es schlecht bestellt. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Bei Abscheu und Verlangen. Also, das ist eine gute Möglichkeit, diesen Versuchungen zu entgehen. Sich vorzustellen, was steckt da alles drin. Das gilt genauso für Fertiggerichte. Sich vorstellen, oder nicht nur vorstellen, sondern sich informieren, wie werden diese Dinge tatsächlich hergestellt. Wo kommt das Hackfleisch für die Burger her, wenn das gesamte Essen nur ein paar Cent kostet oder ein paar Euro und man das umrechnet. Wie billig müssen die Zutaten sein? Wo müssen die hergekratzt worden sein, um sowas für den Preis anbieten zu können, transportieren zu können, verpacken, vermarkten und so weiter. Und wenn man sich so eine Abneigung angewöhnt, das muss ja nicht gleich Abscheu oder Ekel sein, dann ist es erheblich leichter, unbeschadet aus dem Geschäft herauszukommen. Und Nummer 3, der letzte für heute. Kalorien sind keine Moral. Es gibt keine guten oder tugendhaften oder bösen oder unartigen Lebensmittel. Das ist eine sehr wichtige Sache für Eltern. Für alle Menschen, aber auch für Eltern, die ihren Kindern irgendwas Bestimmtes einreden möchten. Es gibt noch einen weiteren Tipp, der in einem der folgenden Videos kommt dazu. Viele Kalorien zu essen ist nichts Böses. Lebensmittel, eine Schokolade, eine Tafel Schokolade zu essen, ist nichts Böses oder Schlimmes. Wenn man sich deswegen noch ein schlechtes Gewissen obendrein einredet, richtet man mehr Schaden an, als man mit der Schadtafel Schokolade selbst anrichten konnte. Ja, es mag sein, dass das nicht so gesund ist, so viel Fett, so viel Zucker auf einmal zu essen. Schon gar nicht, wenn man das regelmäßig macht, jeden Tag oder jede Woche. Aber es ist eben auch nicht so, dass man dann in die Hölle kommt oder dass man was Böses oder Schlimmes getan hat oder dass man seinen gesamten Lebenswandel ruiniert hat. Das gibt es nicht. Und genauso muss man das auch mit den vermeintlich guten Lebensmitteln sehen. Ein Salat zu essen ist nichts besonders Tugendhaftes. Es ist sinnvoll, weil es gesund ist, ja.
Aber man muss die Moral einfach da rauslassen. Moral sollte da keine Rolle spielen. Gibt es noch weitere Tipps in den kommenden Videos. Wird sehr spannend. Also, trennt das voneinander. Kalorien essen oder... Es gibt keinen Sündigen. Ja, es gibt... Wenn man ein Drei-Gänge-Menü genießt, ist das nicht Sündigen. Sondern es ist einfach, wenn man das richtig macht, gutes Essen und Pflege der Esskultur. Trennt das bitte. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch helfen diese Tipps weiterhin. Wenn das der Fall ist, würde ich mich über eure Unterstützung freuen. Dann kann ich mit diesen Videos weitermachen und die 100 vielleicht tatsächlich erreichen. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, findet ihr Links dazu unter diesem Video bei YouTube zu verschiedenen Möglichkeiten. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen noch einmal. Vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal.